So, und damit herzlich willkommen, wie gesagt, Leute, zu der Begegnung hier zwischen Team Spirit und Royal Bandits. Die Knifefront hat begonnen und die Russen haben erstmal die Seitenwahl für sich jetzt hier entscheiden können. Und ich denke mal, man wird hier auf jeden Fall auf der City-Side anfangen. Ja, und man macht sofort hier einen Stay und wir gehen erstmal sofort hier in die erste Pistol-Round, Leute, zwischen Team Spirit und Royal Bandits hier in der ESEA Mountain Dew League Season 28. Ich bin mal gespannt, wie jetzt die erste Pistole von den Türken auf der T-Side gespielt wird hier. Da hat man auf jeden Fall eine Smoke, eine Flash dabei und sonst vier Kevlar. Ja, vielleicht was Schnelles Richtung B könnte vielleicht durch den Spawn machbar sein. Und bei Team Spirit zwei Flashes und ein Diffuse-Kit. Aber Darth Kosh sammelt erstmal die Informationen in der Mitte und da geht es ganz schnell bei den Banditen Richtung lang hier erstmal. Ja, man verteilt sich jetzt hier ein, hat man jetzt in der Party noch abgestellt. Schnell hat man jetzt lang eingenommen. In der Zwischenzeit kommt hier auch langsam die Rotation, aber Darth Kosh kriegt erstmal einen schönen Tap ab. Muss sich zurückziehen mit 23 HP, sammelt ein bisschen Informationen noch. Und konnte ganz genau sehen, dass es jetzt hier Richtung A-Spot geht. Ja, Sasuke von hinten mit der P250 und das ist der Execute jetzt hier auf den A-Spot. Und jetzt kommt Dai rüber und macht hier einen wichtigen Frag. Der nächste vielleicht, nein, Minute K kann hier dieses Duell für sich entscheiden. Die Bombe wurde gelegt, Darth Kosh mit einem Frag. Und da ist Koldi, der kann sehr gut rumziehen. 2 gegen 2 Situation und der Diffuse Kid ist noch da, aber Darth Kosh mit dem nächsten Tap. Hier an Sasuke, es ist nur noch Bellossa. Der hat 37 HP, ist jetzt auch bekannt. Und muss jetzt hier viel Zeit rausholen, aber in der Zwischenzeit wird hier auch durchgefused von Koldi. Und dann kommt Darth Kosh, macht hier sein Triple Kill. Und die erste Runde für Team Spirit ist da. Ja, schön gespielt auf jeden Fall. Guter Retake am Ende. Aber da muss man vielleicht fragen, wieso die Taps jetzt hier oder die Frags von Royal Bandits nicht saßen. Aber Bombe gelegt. Jetzt mal eine Pistolrunde machen und nächste Runde kann man wieder reinkaufen. 2 P250 hat man jetzt hier. Eine Deagle, eine CZ. Und das ist ausreichend genug. Und diesmal soll es hier vielleicht der B-Execute werden. Man hat sich jetzt hier vor B aufgesammelt. Ja. Und Imo über Connector. Da hat man noch in der Zwischenzeit natürlich zwei über Mitte geschickt, dass die jetzt hier Mitte einnehmen. Viel Utility noch vorhanden hier bei Team Spirit. Und das muss ich aber ausmachen. Einen Moment. Ich weiß nicht, wieso das an ist. So, Fick findet hier jetzt erstmal Sasuke. Der First Kill für die City ist jetzt hier. Imo ist auch bekannt. Die CZ ist einfach zu lang mit der Distanz, dass man da einen Frag machen kann. Da zieht sich auch jetzt Mago zurück Richtung B. Das wird hier jetzt der B-Execute sein, aber Nima ist da, kann hier Bellossa aus der Runde rausholen nochmal. Ja, vielleicht wird das sogar eine schöne Runde für Team Spirit. Da verlieren sie vielleicht keine Waffen. Und ja, Nima macht hier den Deckel drauf. 2-0 Spirit. Jetzt ist Royal Bandits mit der Waffenrunde. Wird man jetzt die Sache hier angehen. Mal sehen, was sie jetzt zu spielen haben. Und auf jeden Fall hat man nicht so viel Utility dabei. Nur 3 Flashes, 1 Smoke. Ja, das Geld hat nicht ausgereicht jetzt hier, um richtig gut reinzukaufen. Und die Team Spirit Spieler, die lassen noch die SMGs hier. Nur Koldi an der M4A4 hier. Und Darth Kosh piekt da jetzt rein. Aber bang, Mago mit dem Spray erfolgreich jetzt hier. Schöne Nate von Dima, die verteilt 30% Schaden. Und da ist Koldi und Koldi mit dem Double. Und das konnte Dima sogar Bellossa über lang rausholen. 4 gegen 2 Situation. Royal Bandits geht in der Zwischenzeit Richtung lang. Und das ist erstmal hier Imor, der jetzt hier den B-Spot einnehmen möchte. Ja, und Mini2K muss jetzt hier die Bombe pieken. Und das ist gut, dass hier zum Spiel nicht die Informationen sammeln konnte. Imor kann da diesen Frag nicht für sich entscheiden. Fick mit 48. Überlebt da noch ein bisschen. Holt viel Zeit raus. Und jetzt sollte Mini2K ganz schnell machen, um auf den B-Spot zu kommen. Und das ist immer noch eine machbare Runde für die Türken hier. 2 gegen 4 zwar. Aber die Bombe, die wird jetzt erstmal gelegt. Wobei nicht so viel Utility auch vorhanden ist. Jetzt hier bei Royal Bandits irgendwas abzusmoken. Ja, gewisse Bereiche. Viel Flash noch hier bei Spirit. Da kommt eine Flash vor. Und da ist jetzt Minute K. Und da ist der Double. Schön ausgeglichen jetzt hier. Da wird man jetzt die Bombe absmoken. Ja, nochmal eine Flash Richtung
Wasser, aber kann Mini2K sehr gut aufpassen. Und jetzt ist Dima bekannt, der hat auch nicht so viel. 23 nur noch bei ihm und bei Mini2K 5 HP. Und der hat sich jetzt hier bemerkbar gemacht durch den Step. Und da geht Dima vor und könnte jetzt hier diesen Frick bekommen. Und natürlich am Ende müsste sich da Mini2K ein Step noch nach hinten wagen, um hier vielleicht Dima zu finden. Und das ist die Runde hier. 3:0. Team Spirit lässt sich los. Macht hier sofort die dritte Runde sogar auch sicher. Da war sogar Triple Kill wieder von Dima, glaube ich. Oder vielleicht ein Double. Auf jeden Fall war es eine schöne Runde. Jetzt muss hier Royal Bandits in die Eco gehen und mal gucken, ob man jetzt sich hier vielleicht für den Halfpipe entscheidet. Ein paar Pistols und ein paar Kevlar. Jawohl, so sieht's aus. Erstmal hier sogar eine Zeus hat man hier bei Sasuke. Ganz interessant. Wir gucken mal ganz kurz auf dem Scoreboard. Ja, Dima mit 5 Fricks. Ganz gut dabei bislang. Und Bandits möchte jetzt was Schnelles machen, aber da wurde schon kurz abgemolliert. Ja, schöner Fixpunkt von Cole, die kann man mitnehmen. Wobei, das kennen auch viele bestimmt. So, gute Nate, verteilt ein bisschen Schaden. Dima hält jetzt einfach hin. Der erste Frag für ihn. Der zweite. Einfach, da piekt man einzeln rein. Oh, schön. Von daher jetzt hier passt hier Richtung Monster auf. Und gibt einen schönen Rückendeckung an Dima. Ja, vielleicht die Flawless Round für die Russen jetzt hier. Wie gesagt, die haben in den letzten zwei Begegnungen keine Punkte sammeln können. Vielleicht möchte man, ja, man würde sich darüber freuen, wenn man heute jetzt wieder punktet hier in der Asia Mountain Dew League. Wobei man auf Platz 10 mit 4 Siegen und 4 Niederlagen nicht ganz schlecht dabei ist. 55 Sekunden jetzt hier nochmal für Royal Bandits. Aber ich glaube, die Runde wird hier Spirit sich für sich entscheiden. Es wäre ein Wunder, wenn jetzt hier Royal Bandits nochmal aufdreht. Da macht ihr den nächsten Double für sich. Und Sasuke wird jetzt auch einforcen. Aber das wird hier jetzt nichts mehr bringen. 4:0 für Spirit. Und ja, so kann es gehen, wenn du jetzt von Anfang an auf der City Side stark hältst. Bislang hat natürlich nur Royal Bandits eine Waffenrunde gehabt. Mit sehr wenig Utility. Und da kauft man jetzt hier sehr schön rein. Und wie gesagt, Leute, in der Zwischenzeit laufen noch andere Begegnungen. Ja, hier in der sehr ESL 99 Damage Kanal, Hauptkanal, gibt es heute unsere deutschen Vertreter. Ich denke, Attex wird da nochmal spielen. Exe Weisen gibt es. Sprout hat gerade gespielt. Vielleicht spielen die noch. Ich weiß es nicht. Und bei mir gibt es dann später Paper Plants gegen Tricket Esports. So, Mitte-Kontrolle. Beziehungsweise erstmal die Langkontrolle hier. Fick kann die Information auf jeden Fall sammeln. Und Fick kriegt er hier den Frag. Jawohl, Coldy passt da sehr gut auf. Aber Mago ist da und Coldy mit dem Spray. Coldy vielleicht der Triple Kill. Nein, von hinten hat man natürlich auch hier die Toiletten zugeschlossen. Hier bei Royal Bandits. Jetzt hat man zwar zwei Leute in der Mitte gefunden, aber auch zwei abgegeben. Wobei das jetzt hier nicht so wichtig ist. Dima schließt hier schon Connector aus. Und das ist sehr gut für Team Spirit, dass man die Information jetzt hier hat. Von hinten kann man richtig schnell die Schnur eng ziehen. Da ist Mini2K, der holt nochmal einen Sasuke da und dann ist es Dima. Das war hier ein Hin und Her auf jeden Fall. Wobei es am Ende für Team Spirit sehr gut aussah. 5:0. Ja, wieder nichts aus der Waffenrunde gemacht. Schnell gespielt von den Türken. Aber da hat man hier bei Team Spirit sehr gut aufgepasst hier. Und wir gehen jetzt sofort in die 6. Runde, wo sich jetzt hier Royal Bandits wieder reingekauft hat. Für den Buy in China sozusagen. Ja, AWP bei Dev Kosh hier. Sehr viel Utility auf der City-Seite. Ja, Geld stimmt bislang. Außer hier bei Dev Kosh und Coldy. Aber die können jetzt hier ihre Bank aufpushen. Ja. So, jetzt was Aggressives hier von den Cities. Mal Boost Richtung Kurz, Informationen sammeln. Vielleicht mal einen Frag ziehen. Aber das ist hier nicht die Sache bislang. Connector wird eingenommen. Ah, da ist so ein kleiner Schlitz hier von Coldy sozusagen. Ja, der könnte jetzt hier Richtung Connector reingucken. Ah, er sieht auch ein. Vielleicht. Ah, der nächste. Jawohl, der guckt da rein und das ist ein Timing, aber kriegt den Frack hier nicht am Mini2K. Nur noch 40 bei ihm. Jetzt hat man die Information. Ah, Dav Kosh sehr stark hier. Schöner Crosshair Placement von ihm. Und der nächste Frack sitzt auch. Die Flash. Und da ist Dav Kosh mit dem Triple. Was für Flick, Sasuke kann jetzt zwar den Reflick holen, aber Mini2K macht da nochmal einen Frag an Fick und der hat so low, dass man sich erstmal jetzt hier zurückziehen muss und nochmal abwarten muss, dass Team Spirit etwas schneller spielt. Coldy steht da sehr gut, zieht nochmal rum und vielleicht der Frag nochmal an Sasuke. Ja, hat nicht mal einen Hit verursacht bislang. Nochmal die tiefe Flash, damit er sich da zurückziehen kann. Aber Sasuke ist jetzt hier gefangen, seine Position ist bekannt. Und Coldy hält da einfach in der Headshot an Sasuke. Der fällt nicht. 15 AP für ihn. Ja,
Und am Ende kann Dai hier den Deckel drauflegen. Das ist die 6. Runde für Team Spirit. Die zaubern ja hier gerade richtig auf jeden Fall. Na, die wollen auf jeden Fall diese Begegnung für sich entscheiden. Das ist schon mal klar. Und so läuft man hier auch auf. 6. Runde. Royal Bandits. Kein Geld, aber da kauft man jetzt hier ein bisschen rein. Eine SMG, ne, 3 SMGs. Also 2 MAC-10s, eine Deagle, eine CZ. Und die berühmte UMP-45. So, schnell geht's Richtung Connector. Da hat man schon Connector eingenommen. Aber der Molotow und Bellossa, ist es egal, dass der jetzt hier von dem Molotow ein bisschen Schaden abbekommt. Zieht sich das zurück. Schöne Flash von Fick. Und der Spray-Control, der sitzt auch. Und jetzt kann nochmal Davkosch da ausgleichen. Und supportet ihn vielleicht nochmal der Bang hier an. Mini-TK, der nur noch 17 AP hat von lang. Möchte Sasuke jetzt hier den Deagle-Hit ansetzen. Aber das klappt hier nicht. Das wird die 7. Runde für Team Spirit sein. Die Frage ist nur, ob es die Flores Run wird. Schön von Koldi. Hilft da aus. Die Bombe ist ungünstig für Sasuke Dawn. Seine Position war sowieso bekannt. Aber ich glaube, so großartig wird der jetzt hier auch keine Probleme bereiten. Ja, Koldi. Auch mit dem Double mit Fick zusammen in der Runde. 7:0 für Spirit. Und ja, das kann ganz schnell hier zu Ende gehen, Leute. Wenn weiter Team Spirit hier konzentriert die Sache angeht. Ja, bin mal gespannt. Also Royal Bandits fällt es gerade schwer, in die Partie reinzukommen. Man hat versucht, erstmal mit den Waffen nun etwas Schnelles zu spielen, Richtung A. Ja, und jetzt soll es hier mit den Waffen erstmal Richtung B gehen. Wieder der aggressive Molotow von Team Spirit. Hand kurz. Da holt man viel Zeit raus. Damit kann man natürlich auch vielleicht kurz schon mal ausschließen. Oder halt genau solche aggressiven Angriffe von den Royal Bandits zu ausschließen. Erstmal der Frag hier von Davkosch. First Kill. Schöner First Pick von ihm. Ja, Team Spirit performiert gerade sehr gut. Und jetzt wird es hier eine schöne Flash geben. Keiner steht Anti-Flash hier bei Team Spirit. Die Flash ist gut, aber Dima kriegt da nichts ab. Sogar das ist ein Team-Flash von Sasuke. Da ist wieder die Flores Round. Was willst du noch? Team Spirit zersägt hier gerade Royal Bandits. Aber sowas von. Und da sieht man, dass man in den letzten 3 Monaten ja 21 Mal Overpass gespielt hat. Und nur davon 11 verloren hat. Und nur 10 konnte man für sich entscheiden. Und wieso? Da hat man die Antwort. Royal Bandits kauft jetzt wieder rein. Natürlich, Loser-Bonus ist da. 8 Folgerunden hat man jetzt abgegeben. Aber ich erinnere mich noch an Gambit Esports. Die hatten auch hier auf das 2, auf Overpass gegen MVS Academy gespielt. Und da lagen sie 9-0 hinten. Und am Ende stand 16-12 für Gambit Esports. Also alles ist noch offen hier. Aber Team Spirit zieht sich auch gar nicht zu. Jetzt ist sie auch da hinter. Mit dem Double wieder. In der Mitte findet Davkosch sogar den Frag hier an Sasuke. Und jetzt schiebt man auch hier aggressiv in der Mitte. Bellossas Position ist auch bekannt. Fick hat hier auch Imo auf dem B-Spot gefunden. Und Team Spirit pusht hier das Money Management extrem hoch. Sogar Dima mit 16k. Eieiei. Läuft extrem gut für die Russen jetzt hier. Ja, wenn sie weiter so jetzt hier konzentriert die erste Hälfte spielen, wird es für Royal Bandits nicht so leicht sein, etwas aus dieser Runde zu holen. So, und Davkosch geht jetzt aggressiv hier erstmal Richtung lang. Boah, schöne aggressive Molotow wieder von Team Spirit. Das machen sie gut. Und ich denke mal, auf der City-Side, auf der B-Spot hat man das auch gemacht. Hier, schöner Frag von Dai. Ja, an Imo gewinnt das Duell hier. Und Imo kann sich jetzt erstmal ausruhen und gucken, was sein Team jetzt hier vorhat. Aber bei Team Spirit hat man jetzt hier alle Geschütze aufgefahren. Das läuft hier extrem gut, ja. Die Konzentration ist on point. Und vielleicht sehen wir hier eine schnelle Partie, Leute. Und können uns auch gleich hier auf Paper Plants gegen Tricket Esports freuen. Und da sehen wir auch auf dem Scoreboard, dass hier... Ah, Fick hat nicht so viele Positionen bekommen, aber trotz all dem wichtige Flex gehabt. Davkosch zieht wieder rum. Oh, wie sicher er ist. Trotzdem der Anhit nochmal an Imo, am Mago. Ich wollte schon Moga sagen. Und dann ist es Minutik, der hier auch nichts mehr anrichten kann. 10:0. Und davon hat man jetzt in den letzten 3 Runden immer eine Flores gemacht. Eieiei. Also die Türken waren ja richtig aimstark gegen Gambit Esports. Die hatte ich ja da zuletzt gesehen gehabt, weil ich die gecastet hatte. Und jetzt ist es so, dass... Ja, das läuft nicht so ganz gut. Was haben sie jetzt vor hier? Eine EWP jetzt hier bei Mago. Könnte vielleicht mal jetzt ein bisschen Schwung in die Partie reinbringen. Und das ist ja auch... Diese Problematik einfach, wenn du nichts triffst, dann lässt das Aiming automatisch nach. So
hat auch Team Spirit hier extrem Blut geleckt, dass man hier so aggressive Peaks macht. Hier wieder Darfkosch holt hier den First Kill wieder für sich und sein Team. Und die Partie nimmt auf jeden Fall auch richtig Fahrt auf. Ja, es ist hier nichts Langsames, kein langsames Aufbauen hier von Royal Bandits. Das lässt auch gerade Team Spirit überhaupt nicht zu. Sie pieken immer aggressiv rein. Jetzt Imo ist bekannt, sofort der Refrag von Dai. Ja, da geht man noch zusammen rum. Zu zweit schließt man hier auch kurz aus. Ah, ganz schöner Move von Darfkosch hier. Da zieht er sich sommer zurück. Eins zu spielen für Royal Bandits. Die wollen jetzt hier nichts Schnelles machen, aber Koldi, sieh dir das an. Einfach dreist durch die Smoke rausgepusht und den Frag gemacht. Und nur noch zwei Mann bei Royal Bandits. Die könnten auch natürlich jetzt hier safen, aber ich denke nicht, dass sie jetzt safen werden. In der Zwischenzeit geht auch Minutuke hier über Monster Richtung B langsam. Nein. Es soll hier erstmal ein Mind Reset geben wieder. Dass man sich zurückzieht, was Neues überlegt. Vielleicht auch saved. Auf jeden Fall habe ich das nicht so erwartet. Ja, ich habe gedacht, das ist hier eine, das wird hier eine ausgeglichene Partie. Ja, aber so sieht es erstmal nicht aus. Das Aiming, das botzt gerade vor Selbstvertrauen bei Team Spirit. Zwar Minutuke hier mit dem Refrag an Koldi. Aber da ist Darfkosch. Oh, Timing. Aber ich glaube nicht, dass Minutuke hier die Runde noch holt. Geht auch dann nicht mehr. Die Zeit ist nicht mehr da. Er saved nochmal die AWP. Zieht sich zurück. 11 zu 0 für Team Spirit. Und es könnte auch für Royal Bandits die größte Niederlage jetzt hier in der Geschichte auf Overpass sein. Vielleicht, beziehungsweise in den letzten 3 Monaten jetzt vielleicht. Und der Gegner wäre Team Spirit. Erstmal gehen wir in die 12. Runde jetzt hier. Und ich bin immer noch gespannt, was jetzt die Typen hier jetzt vorhaben. Vielleicht mal mit der Brechtange einfach mal Richtung B-Spot raus. Mit den Flashes arbeiten. Ja, langsam das Utility verbrauchen, indem man den Spot einnimmt und danach gewisse Räume abschirmt. Aber das klappt nicht. Und Darfkosch jedes Mal aggressiv, diesmal in der Mitte. Ja, und er variiert sich sehr gut. Und das ist wichtig für eine AWP, dass der vor A, vor B, vor in der Mitte einfach mal reinpiekt ab und zu. Und versucht hier das gegnerische Team ein bisschen unsicher zu machen. Und wir sehen hier auch den Aufbau wieder. Ja, man hat sich hier gesplittet. 2 Leute vor B. Sasuke über kurz, Imo über lang. Und Minutuke hier schirmt Richtung lang ab erstmal. Das ist jetzt hier erstmal der Standardaufbau. Und Sasuke zum ersten Mal die Eröffnung, aber sofort der Refrag. Aber Minutuke konnte einen hier auf dem A-Spot finden. Und zwar, das war über kurz. Und Darfkosch muss jetzt hier fallen. Imo kann nochmal hier dive finden. Jetzt ist Fick dran. Jetzt kann der glänzen. Da ist der erste Frag, aber kein zweiten für ihn. Und jetzt ist Koldi schon zur Stelle. Ja, und weiß auch ganz genau, wo Minutuke sich befindet. Der erste Frick, der zweite Frick für Koldi. Switch zu der AK rüber und Imo hat nur noch 19 AP und geht hier Richtung B-Spot die Runde. Die ist noch ganz offen für Team Spirit, dass es die 12. sein kann. Und was macht jetzt Koldi? Er lässt sich jetzt einfach nicht finden von Imo. Jawohl, der Plant ist durch und jetzt weiß er ganz genau, okay, es ist der B-Spot. Und setzt hier den Retake über Connector an. Kann er nochmal die Runde für sich entscheiden und für sein Team? Macht er jetzt hier den Triple Kill. Ah, ein bisschen zu viel gesteppt. Er weiß nicht, wo Imo sich befindet. Aber im Gegenteil, Imo weiß ganz genau, wo sich jetzt hier Koldi befindet. Die Flash Richtung Monster nochmal ganz gut. Und Imo hat sich jetzt verraten durch die Flash. Was für ein sicker Play von Koldi, der hier sein Triple bekommt. Und somit die 12. auf für Team Spirit. Und das lässt sich sehen auf jeden Fall, wieso Spirit hier gerade 12-0 führt. Es sind einfach, ja, diese Plays von den Team Spirit Spielern, die einfach gerade extrem laufen. Ja, extrem, extrem gut. Und Bellossa mit 0 Frags hier bis dann. Ja, 12 Runden gespielt, keinen einzigen Frag bekommen. Das ist bitter. Und ja, da ist man noch mit den Gedanken in den Kabinen, glaube ich. Das läuft hier nicht so ganz gut, wie man es sich vorgestellt hat. Zu 5 geht man jetzt hier Richtung B. Wieder etwas aggressives. Darfkosch steht diesmal über lang. Ja. Und da steht man noch zu dritt vor B. So. Durch die Smoke einfach mit der Flash. Ima wird zwar hier geholt. Ah, ganz unlucky für Dai. Der wurde da komplett durchgeflasht. Aber Koldi mit dem Tuke wieder. Sasuke kann hier ausgleichen. Wichtiger Frag für ihn. Und da sieht man auch, dass alle 3 Frags von Sasuke stammen jetzt hier gerade bei Royal Bandits. Die Bombe wird jetzt wiedergelegt. Diesmal könnte man doch die Runde für sich entscheiden. Und das wäre die erste und die wichtige, die erleichternde Runde jetzt hier für Royal Bandits. Was macht man jetzt hier gerade bei Team Spirit? Zusammen geht man jetzt langsam rum hier.
Ja, da hat man noch bei Dabrosch sehr viel Utility. Eine Smoke, eine Molotov. Der Molotov kommt jetzt hier erstmal Richtung Kurz. Und Fick wartet ab. Zwei Flashes. Erstmal raus und da steht man schon ganz groß. Aber Sasuke kriegt hier nicht sein Ace. Fick, der Spielfeld. Aber am Ende ist es Mago, der hier den Refrag bekommt. Und die erste Runde für Royal Bandits. Ja, hat man lange drauf gewartet. Und diesmal eine Safe-Runde sozusagen nicht abgegeben und so. Haben wir uns das auch vorgestellt. Aber jetzt ist die Frage auch, ja, Royal Bandits wurde jetzt natürlich hier einerseits resettet. Sie können, wenn sie diese Runde verlieren sollten, in der nächsten nicht mehr so gut reinkaufen. Dabrosch geht wieder aggressiv vor. Schöner Winkel von ihnen jetzt hier. Dass er da Richtung Mitte guckt. Und Mago findet hier den Frag an Dabrosch. Aber da ist Fick, der kann reagieren. Er hat auch den zweiten gesehen. Zieht sich das sehr gut zurück. Aber was macht der Mago da? Ah, läuft da hinterher und am Ende sieht der nicht gut aus. Und wieder Überzahlsituation für Team Spirit. Und nur noch zwei zu spielen in der ersten Hälfte auf Overpass. Na, ja, Koldi wurde da jetzt von Sasuke gesehen. Die Nate, die ist schön. Aber gibt nur 12 HP ab. So, jetzt kann man sich natürlich variieren. Man kann sich für einen Spot entscheiden, den man retaken möchte bei Team Spirit. Überzahlsituation ist da. Und Koldi move das hier saustark aus. Sieht euch das einfach nur an. Wie geil das gespielt ist. Dive findet auch einen vor B. Nur noch Imo alleine gegen 4. Das kann der nicht mehr klatschen, ja? Ein Frag gemacht, ist bekannt. Und Zwick mit 3 AP macht hier sein Triple. Was für eine Runde wieder von Team Spirit. Was für eine allgemeine erste Hälfte von Team Spirit. Ja, muss man sagen. Richtig glanzhaft. Ja, da läuft alles. Die spielen hier super. Da kann man nichts sagen. Auch an die Royal Bandits Jungs gerade, die versuchen hier gewisse Execute zu machen, aber das sieht auch hier erstmal immer so aus, dass man hier mit dem Standardaufbau vorgehen möchte. Nichts, ja, nichts so einstudiertes. Man lässt einfach sozusagen die Entry Figure oder ich weiß nicht, ob es die Entry Figure sind, weil es sich sehr variiert hier gerade bei Royal Bandits. Da geht mal einmal Belösser vor, einmal Imor, einmal Mogga. Mago meine ich, ja. Und jetzt hat man sich genau in solchen Pistolrunden auch verteilt. Einer hat schon lang eingenommen, das ist Sasuke. Aber ja, so ohne Flashes geht man auch hier vor, dass man versucht, hier den Entry zu finden. Das klappt hier nicht. Das kannst du gegen Team Spirit jetzt hier nicht machen, die sehr stark performieren. Ja, die haben jetzt hier ihren Lauf gefunden. Und ich denke, das könnte auch die 14. Runde werden. Dima findet hier den First Kill erstmal an Belossa. Und noch eins zu spielen für Royal Bandits. Die letzte Runde der ersten Hälfte. So kann es gehen. Ja. Ein sehr schöner Beispiel von Team Spirit, dass man auf der City Side, wenn man mit dem Aiming on Point ist, dass die TS einfach Schwierigkeiten haben. Einfach Schwierigkeiten haben, in die Partie reinzukommen. So, es geht auf dem A-Spot. Fick ist bekannt. Dabrosch holt da ein. Dabrosch mit dem zweiten. Sehr gut. Zwick zu der CZ rüber. Ja, sehr starker Move. 4 Bullets. Und dann der Klick mit dem Jump von Dabrosch. Du willst mich doch verarschen. Boah. Was für eine geile Schelle, ey. Das muss ich sagen. 14:1 für Team Spirit. Und verdient. Auf jeden Fall. Ja, da will man noch nicht lange fackeln. Es geht in die zweite Hälfte rein. Ja, Team Spirit auf der T-Side jetzt hier und Royal Bandits auf der City-Side. Die könnten jetzt hier wieder zurückkommen und vielleicht mal für Spannung sorgen. Aber wenn jetzt, sage ich mal, Team Spirit die Pistole holt, könnte es sein, dass sie auch hier diese Partie holen. Aber man darf nicht vergessen, ja, es gibt immer die Knochenregel. Aber vielleicht wird Team Spirit dich dagegen halten. Zwei Smokes. Ein Diffuse-Kit, Dual Barrels hier bei Imo, ganz interessant. Ja, und auf der T-Side hat Spirit jetzt hier zwei Smokes reingekauft und zwei Flashes. Man bereitet sich jetzt hier für den B-Execute vor, gemeinsam, das ist okay. So, Smokes raus, Flash raus, sogar ein Molotov, den habe ich übersehen, aber dass der B-Spot so blanko ist. Okay, das hat sich Royal Bandits vielleicht auch so überlegt, dass man sich jetzt hier für den Retake vorbereitet. Ja, aber erstmal
findet man hier die Informationen bei Team Sprint und man geht hier auch aggressiv vor. Und das ist wichtig, dass man hier gewisse Räume ausschließt. Fick findet hier einen Monsterspieler, den Imo. Und dann ist es da, der macht hier den Double. Und von hinten kommt man schon, aber da ist Darfkosch. Der passt hier sehr gut auf. Was für ein Support von ihm. Bellossa alleine und kann hier nur noch einen vielleicht holen. Ja, und das war auch nur ein Frag von ihm. Matchpoint für Team Spirit. Ja, 13 Matchbälle. Besser geht's nicht. Auf jeden Fall. Und jetzt könnte man hier etwas schneller spielen. Drei AKs hat man reingekauft. Ja, vielleicht darf Kost auch mit einer AK unterwegs. Nee, entscheidet sich hier für die UMP. Ganz gut, dass man so hier ein bisschen Utility reinkauft. Aber ich glaube, das war's. Wie gesagt, das wird hier vielleicht die größte Niederlage für Royal Bandit sein in den letzten 3 Monaten. Auf jeden Fall. Und passiert. Ja, unlucky. Sofort abschütteln diese Begegnung. Und man ist schon auf dem B-Spot drauf. Bellossa findet hier einen auch in der Mitte. Und davor hat Coldy hier den 2K gemacht. Wieder B-Spot aufgeräumt. Plant geht durch. 3 gegen 2. Eine AK bei Bellossa. Kein Diffuse-Kit und Utility hier bei den Türken, die sich jetzt hier geschlagen geben müssen. Ja, Dima holt nochmal hier Mago raus. Und dann ist es nur noch Bellossa. Der kann auch nichts mehr machen. GG Worldplay an Team Spirit. Und ja, ich muss sagen, das war auf jeden Fall richtig, richtig stark gespielt, ja. Von den Russen auf jeden Fall. GG Worldplay von meiner Seite. Großartig, gibt's da nichts zu sagen, ja. Bei den Türken hat nichts funktioniert. Da hat man nichts Gemeinsames gespielt. Keine Threats, kein einstudiertes Go hier auf Overpace. Wobei man in den letzten 3 Monaten zwar, okay, man hat nur 4-mal gespielt. 2 Spiele konnte man siegen und 2-mal hat man verloren. Und vielleicht war es auch so, dass man sich jetzt hier, also dass man sich diese Begegnung, ja, für sich entscheiden konnte, weil es ist immer so ausgegangen, dass man versucht hat, den Entry zu finden, dass man den gewissen Raum findet, ja, vor B oder vor A, und dass man dann gemeinsame Execute spielt. Aber so hat das gegen Team Spirit nicht geklappt. Die haben ihre Utility sehr gut verbraucht, ja, aggressive Molotovs Richtung Kurz, Richtung Mitte, kann man auf jeden Fall machen, sollte man auch machen, Leute, an die Teamplays, Teamspieler hier, die vielleicht in einem Team spielen. Also wichtige Molotovs auf jeden Fall, ja, die man auf jeden Fall hier mitbekommen konnte von Team Spirit. Und sonst war es auch die aggressive AWP einfach auf der City-Side, die immer variiert hat, die immer einfach mal vor B, vor A in der Mitte im Connector ab und zu Oma war. Ja, wenn ich mich nicht täusche, oder vielleicht war er nicht im Connector, aber kann man auch machen. Wobei, nein, das nehme ich zurück. Ich finde es ganz gefährlich, wenn der AWP-Spieler ins Connector reingeht. Ja, dann kann man immer leicht geholt werden. Aber sonst kann man sich diese Partie auf jeden Fall später mal im WOD nochmal anschauen und als Trainingszwecke benutzen. Starke Hälfte, starke Partie einfach von Team Spirit und GG Worldplay. Ich sag mal, die nächste Begegnung soll in 20 Minuten losgehen, Leute. Bis dahin könnt ihr euch mal was zum Snacken holen und vielleicht die anderen Begegnungen auf den anderen Kanälen anschauen. Und gleich sind wir da mit Paper Plants, das schwedische Team, gegen Tricket Esports dran. Und ja, also die Schweden gegen die Dänen und Paper Plants auch ein neues Team, ja. Die jetzt hier nur die Asia Mountain Dew League spielen, ja. Und nicht so viele Partien hatten in den letzten 3 Monaten, außer in der Asia Mountain Dew League. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr alle da seid und wenn wir wieder gemeinsam hypen können. Ich sag mal dann, bis gleich.